Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen gemeinsam. Ich bin Gabriel und Darius, du bist Michaela. Richtig, und irgendein Resi-Killer. Okay, wir spielen auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Wildpferd, Vertraulich, Hartem Nehmen und Entscheidungsschlag. Der Bild geht in Richtung Anti-Tunnel. Wir haben Vertraulich, damit haben wir Konditionen. Sollte uns der Killer danach noch tunneln, haben wir Entscheidungsschlag. Wenn wir uns dann freigestrikt haben, der Killer weiterhin auf uns geht, haben wir noch Hartem Nehmen. Und wenn er uns dann mitnimmt, dann machen wir immerhin, dass er ein bisschen schaukelt durch Wildpferd. Ist ein Wesker. Ja. Ah, okay. So, mein Gen ist schon in der Nähe von der. Du bist direkt zum Retten, ne? Ja. Schmerzensecho. Okay. Ich hab. Aber weniger. Ist immer so frustrierend, wenn man der Einzige ist, der repariert. Und dann auch der Einzige ist, der so richtig schön Schmerzensecho auf den Gen raufbekommt. Ja. So. Der Einzige, der was Sinnvolles macht und dann kriegst du auch noch eins auf die Fresse. Ja, so, warum mache ich das Spiel? Also, was soll das? Der jagt mich nicht mehr. Okay. Ja, so, ich hab jetzt. Jetzt okay. Noch Schrottlaube drin. Und guck da ab, ob wir da sind. Aber wir sind woanders lang gerannt. Sehr gut. Okay, ich versuche den Gen hier durchzuziehen. Hier oben, ich bin auf dem großen Boot. Ja, okay. Ich bin am. Ich sehe das Jun. War der Schrottlaube in der Nähe. Okay. Oh. Wow. Jagt er die Lorry? Was macht der? Weiß ich nicht. Nee, Lorry repariert. An meinem alten Gen, aber die hat auch kein Deo benutzt. Er hat die Dings, die Jin hat er gerade geschlagen. Ah, okay. Ja, die jagt er. Aber wo? Na, bei der Schrottlaube. Ach dort. War da nicht dein Gen? Der ist auch ein Gen, aber das ist nicht meiner. Meiner ist in der Nähe vom Steg. Also zwischen Steg und. Ah, okay. Also das hinter, ne? Ja, ja. Okay. Du bist, denke ich, wieder bereit, um zu retten, oder? Ja, mal schauen. Im Keller jetzt. Ich hätte jetzt geschrien, wäre das wieder Schmerzensecho und hätte mich getroffen, Darius. Ja, geht's okay, auf Gen. Tritt ihn. Mhm. Hoffentlich hat er hier nicht keine Versteckmöglichkeiten, oder wie hieß das? Ja, so hieß das. Lori hat sich mal kurz hingelegt. Okay, er geht's weg. Ich kann retten. Ja. Komm her! Los, komm hoch. Was denn, der kommt zurück. Ja, ja. Aber die Jin, die bleibt AFK im Keller stehen. Nein, das ist nicht gut. Okay, ich bin am nächsten Gen dran. Aber der hat die noch nicht gefunden, oder? Der jagt dich jetzt. Nee, weil der mich jagt. Kommt die dort weg vom Keller? Weiß ich, wenn sie AFK unten rumsteht, dann nicht. Nee, ich meine, kommt ihr, also du und Wesker. Achso, ja, ich gehe ran weg vom Keller. Sehr gut. Wir müssen auch aufpassen, die Gens, die sind teils echt nah beieinander hier. Ich geh mal an den anderen. Ich glaube, das reparieren. My performance indeed. So, Lori, du kriegst jetzt ein Schmerzensecho reingeballert. Okay, er geht Richtung Schrottlaube. Okay. Der hat. Oh, er hat gerade richtig verkackt beim Dashen. Der hat keinen Herzschlag, oder? Ja, der jagt mich. Warum? Tüftler? Nee. Warum habe ich keinen Herzschlag? Kann nicht sein. Also ich habe Herzschlag. Ja, ich jetzt auch, aber gerade eben nicht. Er ist wieder bei mir. Warum ist der jeder, wenn wir so campy? Okay, ja, die Jin. Okay. Vielleicht hat er ihre Rennspuren oder so gesehen.
Lauf da los. Ah, das spielt. Ach, das spielt der. Durchdringendes Zittern. Nee, nicht durchdringend, sondern heimliche Verfolgung. Okay. Sieht man auch sehr selten. Ja, die Besessenheit wechselt und. So, ja. Und dann hat er kurz keinen Herzschlag und rennt ein bisschen schneller. Da sieht man doch auch die Besessenheit, wenn es abgehakt wird oder irgendwas. Boah, nee, sieht man nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, sorry. Aua. Ja, du brauchst den C nicht. Der ist weg jetzt. Ja. Ach, niemand, das war, bei Nemesis sieht man die Obsession halt, wenn sie wechselt. Und mit heimlicher Verfolgung kannst du das mit Nemesis kombinieren. Weil wenn sie wechselt durch heimliche Verfolger, siehst du ihn dann trotzdem auch durch Nemesis. Ach so, ja, mit dem Perk Nemesis, ja. Weil du musst ja nicht gestunt werden mit Nemesis, es klappt auch mit heimlicher Verfolger. Das war eigentlich auch ziemlich lustig. Okay, der jagt die Yunjin. Okay. Okay, Darius, wir müssen jetzt schnell 3 Gens schaffen, bevor sie tot ist, ansonsten. Okay. Boah, der hat hier wirklich 4 Gens, die sind sehr nah beieinander. Ja, die war aus Schrottlaube, ne? Einer vor der Schrottlaube, einer im Boot, einer in der Mitte und einer hinterm Steg, aber alles trotzdem relativ nah beieinander. Ja. Aber er hat dort einen Haken weniger. Ja. Er ist bei mir bei der Schrottlaube. Ich mach grad einen Gen. Er geht zum Boot runter. Zum Großen oder zum Kleinen? Zum Kleinen. Na, ich hör's. Und jetzt nicht mehr. Oh, schade. Nee, nicht mich werfen, bitte. Oh! Hui! Der Wurf ist einfach immer so zornig. Ist halt 10-mal schlimmer als wenn er dich rammt, ne? Ja. Ja, ich war dort zu dreist, aber ich wollte noch von euch ablenken, dass ihr die Gens repariert. Okay, Lori ist bei mir. Ach, da war ja was. Aufpassen, du hörst jetzt auch kurz keinen Herzschlag. Der geht klar. Keine Ahnung, ob er in deine Richtung geht, aber es sah so aus. Also wurde schon Inside gerettet? Lori wird gejagt. Okay. Oder hier zurück von Jen. Jo. Ich meine, mit dem Bild sind wir anti-tunnelmäßig dabei. Aber der Tunnel ist auch nicht wirklich. Ja, aber sollte er tunneln. Also, wir haben ja mal so ein Bild, wo man ganz gut gegen Tunneler ist und dann haben wir so einen Killer, der mal nicht tunnelt. Ja, das, man erwischt immer mal das Einhorn. Ja. Ist er bei dir? Ja, irgendwo, irgendwie schon, aber auch nicht. Er geht weg. Okay. Denke ich, oder? Ja, er ist weg von mir. Das war ganz komisch, cool, hat die Lori halt gejagt, ihre Zacken haben gewackelt und dann ist Lori plötzlich an mir vorbeigerannt. Ist beim Steg. Wir müssen den halt jetzt aus diesem 4-Generatoren-Eck rausbringen, ne? Ja. Ich gebe mir gerade Mühe. Ich bin gerade meine Richtung gelaufen. Ich hab zu spät. Oh, da. Ich hab zu spät E gedrückt. Ja, Dead Hard. Naja. Da kann ich dich gleich retten. Wo bringt er dich denn hin? Ah, okay. So. Und er geht Richtung Schrottlaube. So, hallo, danke. Hallo. Komm, wir gehen direkt den Gen. Oder. Ich kann mich selber heilen. Geh mal den Gen an. Vielleicht den dort hinten, hinterm Steg. Den hat ein Stück weit repariert. Oder den von der Lori, aber da wird die wahrscheinlich gerade gejagt. Nee, also die Lori ist hier bei mir, bei deinem Gen. Aber. Vescar ist bei dem Gen von der Lori und hat ihn gerade getreten. Jetzt kommt er her. Versuch mal wegzulocken. Oh, geh mal weg da. Ja, ich bin gleich fertig. So. Oh, ja.
Er geht auf mich, zieht die Gens durch, ich versuche ihn wieder wegzunehmen. Hast du noch einen Strike? Ah ne, du hast angefangen zu heilen. Ne? Nee. Ich habe halt im Nehmen noch, aber... Okay, Lori ist an ihrem Gen, ich bin an dem, wo du warst. Mhm. Ich versuche gerade einfach zu überleben, solange es geht. Im, im Boot sind, glaube ich, noch Paletten. Ja, die habe ich gerade beide benutzt. So, hat er nehmen. Oh. Ja, die Decks sind leichter zu time. Wir haben den Gen gleich durch. Sehr gut. Die Lori geht schon mal zum Tor. Okay. Wir machen das Tor noch Schrottlaube auf. Ja. Ich bin aber gleich tot. Nee. Oh, wo kommst du? Nee, nee. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Okay, ich komme nicht. Ich bin hier unten. Mach das Tor auf. Ich habe mein Ziel geschafft, dass ich ihn lang genug ablenke, dass ihr die zwei Gens schafft. Das war das Ziel. Okay, er hebt sie auch auf. Ja. So. Okay. Weil wir beide so standen und deine Richtung geguckt haben. Was stirbt er denn endlich? Also, so eine Schweigeminute für den gefallenen Kameraden. Hey, aber es hat geklappt. Ja. So. Pip haben wir, hab ich gemacht. Wunderbar. Er hat gut gespielt, war eine gute Runde. Good game, well played. So, was die Gens waren halt so nah beieinander, ne? Das war echt tricky. Ja, zum Schluss jetzt, ne? Ja, der hatte wirklich hier... Okay. Hä? Der hatte das Aura-Lesesicht, wenn du vollständig infiziert bist. Ah, okay. Und er konnte weiter werfen. Ja. Hast du ja gemerkt. Unheimliche Verfolgung. Ja, das war... Naja, ich glaube, der hätte mich aber so oder so gegen die Wand geworfen. Naja. Na gut, schöne Runde. Ja, lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.